Ist in Ordnung. Yes, 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 yes. Puh, okay, es gilt wahrscheinlich, sich zwischen diesen zwei Kollegen jetzt hier durchzuschleichen. Ich habe nur keine Ahnung, in welche Richtung. Eine Map gibt es nach wie vor nicht. Wenn ich das hier betätige, wird es Geräusche machen. Aber das legt die ja vielleicht ab. Ich weiß nur nicht, wo das Geräusche macht. Ich probier's mal aus, oder? Mehr als verrecken kann ich ja nicht, ne? Wo habe ich denn eigentlich zuletzt gespeichert? Ist ein bisschen schwierig, ne? Also, welches... Das könnte da vorne sein. Wir schauen einfach mal. Ach, solche Geräusche jucken die nicht, oder was? Okay. Also vermutlich, ja, muss ich ja eh hier rein. Nee. Ich habe jetzt gedacht... Also, naja, gedacht halt, ne? Ist ja... Nee, das ist echt nicht so dolle, was ich jetzt gemacht habe. Ich dachte eigentlich... Alles klar. Ich habe eine Vermutung, was hier zu tun ist. Ich denke, ich muss das vielleicht nochmal machen. So lange, bis da irgendwie was kaputt ist. Und ich da durch kann. Nee, also ich weiß nicht wirklich, was hier zu tun ist, ne? Ich habe gedacht, ich muss jetzt vielleicht wirklich mehrere Male vielleicht den Wagen dagegen knallen lassen, damit der Gang frei wird. Aber so ist das nicht. So ist das nicht. Ich weiß nicht... Hier ist auf jeden Fall nichts. Oh, warte mal, warte mal. Sieh da auf jeden Fall mal an. Oh, Entschuldigung. Yes, ist Gott dem Vater. Ist ja aufregend. Da scheint jetzt aber... Nee, da ist nicht offen. Heieiei, was mache ich da denn jetzt? Also ich komme hier wirklich jetzt gerade nicht klar, ne? Was muss denn hier getan werden?
Vielleicht bin ich einfach nur in der falschen Ecke des Raums. Da vorne scheint wieder etwas Interessantes zu sein. Ja. Okay. Kann ich das jetzt irgendwie öffnen? Nicht? Da ist einer. Ah, hier ist auch wieder was. Alles Klärchen, seid ihr zu dritt? Vielleicht? Seid ihr vielleicht sogar zu dritt? Nein? Nein? Okay, fein. Alles ist fein. Es ist alles perfekt. Ich fühle mich sehr wohl hier. Da muss ich husten, wenn ich da lang gehe. So, jetzt habe ich ja mehrere Schalter betätigt. Was sich dadurch getan hat, weiß ich leider nicht. Möglicherweise ist jetzt aber jene Tür da vorne geöffnet. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, wo die Tür ist. Doch, da ist die Tür. Bitte sei auf. Was zur Hölle? Was muss denn hier noch passieren? Hoffentlich haben die das Quietschen nicht gehört von der Tür. Hey, 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 das war spannend. Nicht schlecht. Also ich bin der Meinung, solange man sich jetzt einigermaßen ruhig verhält, ist es eigentlich ganz gut machbar. Nee, ich will doch ziehen. So? Ah, okay. Ich scheine jetzt wieder einigermaßen unsere Ruhe zu haben. Aber wir wollen trotzdem mal nicht husten, unnötig. Da ist ein Dokument, mal wieder. Das sind interessante Bilder, die muss ich mir aber genauer angucken. Also, die beten scheinbar irgendwie, oder? Es scheint eine, also ich habe es ja schon gesehen, ich wollte es auch schon sagen. Also es scheint auf jeden Fall eine Art Maske zu sein, die sich aufsetzen. Und sobald die sich aufsetzen, dann ist mit denen irgendwas komisch. Aber hier steht ja mehr. Jetzt hoffe ich mal, dass dieser Text nicht wieder irgendwie gefühlte Viertelstunde dauert zum Lesen, nur weil das Zeug hier nach unten fährt. Schauen wir mal. Also, Jebediahs Ritualnotizen. Die Segnung, Übergabe des Willigen, um ihn reinzuwaschen. Das Gebet setzt... Was ist denn das? Interessant, das geht jetzt super doll. Super smooth, super sexy, das ist klasse. Warum geht das nicht immer so? Das Gebet setzt in... das Gebet setzte in ihrem Bann aus. Der Exorzismus schirme seine Sinne von ihrem Gesang ab. Die Wiedergeburt heiße den neuen Jünger in der Stille willkommen. Jebediah A. Williams, 1875. Okay, jetzt nochmal ganz von vorne, ganz kurz, dass ich es mal verstehe. Also... Die Segnung übergieße den Willigen, um ihn reinzuwaschen. Mit was übergießen wir ihn? Ich weiß es nicht. Das Gebet setzte ihn ihrem Bann aus. Der Exorzismus schirme seine Sinne von ihrem Gesang ab. Ja, es geht schon um eine Sirene. Die Wiedergeburt heiße den neuen Jünger in der Stille willkommen. In der Stille willkommen heißt es. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das interpretieren soll. Egal. Wir sind ja auf jeden Fall in irgendeiner Art Kapelle. Würde ich jetzt mal behaupten. Framerate ist schon wieder am Kraxeln hier. Das ist unglaublich. Also Leute, wenn ihr ein Spiel macht, das irgendwie, was weiß ich, für Framerates unterstützt, dann macht es doch bitte richtig. Okay.
Was tut es? Und vor allem, wo tut es es? In Ordnung. Simpler als ich dachte. Die müssen ein. Die zweite muss einfach nur betätigt werden, bevor die andere ausklingt, sozusagen. Nett. Hier müssen wir es allerdings wieder langsam tun, da sind mit Sicherheit wieder Leutchens unterwegs. Und da singt auch jemand wieder. Map nach wie vor nicht, aber wovon auch? Eine Karte vom Wald. Damit er weiß, welche Türen zu sind und welche offen. Zur Hölle. Ist das richtig hier? Ich will da vielleicht gar nicht hin. Moment, wir gehen mal in die andere Richtung. Okay, hier ist Spieluhr am Spielen. Da vorne ist jemand am Heulen. Was ist jetzt besser? Eigentlich die Spieluhr, würde ich sagen, ne? Aber hier ist auch dicht. Kommst du eh nicht rum. Und ich wüsste von dem Spiel nicht, dass es irgendwie Entscheidungen zu treffen gäbe, ob ich nach links gehe, nach rechts gehe, oben, unten, geradeaus, rückwärts. Das sagt dir alles das Spiel, was du machen sollst. Naja, dann gehen wir nun also dahinter. Ja. Also, da ist einer am Heulen nach wie vor. Oi. Ich halte es jetzt einfach mal für eine gute Idee, hier die Luft anzuhalten. Aber warum hier alles brennt und warum ich hier nicht weiterkomme, das ist ein Rätsel, welches ich momentan nicht zu lösen vermag. Muss irgendwo lang gehen jetzt. Ich gehe jetzt einfach mal ohne Luft anhalten rein. Vielleicht hustet er ja gar nicht. Er hustet auch nicht. Aber wo geht's denn bitte lang? Ah! Sagt es doch gleich. Oh oh. Der kriegt irgendwas eingeflößt. Ist in Ordnung. Ja, alles gut, alles in Ordnung. Aufgaben aktualisiert. Suche im Hotel nach Zylindern. Ich bin sowas von schon lange aus dem Hotel raus. Ziehe dich zum Hotel zurück. Ach, dann geht dann die Suche erneut los nach Zylindern. Oh, guck mal, da geht's weiter. Ah, da läuft noch ein Hund rum. Ich komme hier gar nicht, ich komme da gar nicht hin. Oh, Moment. Jetzt. Moment.
Okay, wir sind jetzt also hier. Ich bewege mich jetzt mal bewusst langsam. Ich weiß ja nicht, was gleich passiert. Ja, man merkt immer wieder die Frame-Rate-Schwankungen hier. Das ist alles nicht so schön. Ich kann es nur immer wieder erwähnen. Hätten sie es lieber in stabilen 30 Frames gemacht, dann wäre es besser als mit diesen instabilen 60 hier. Beziehungsweise ich könnte es ja auf 30 Frames einstellen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, sieht es auch nicht viel besser aus. Oh, jetzt wird es hier natürlich so ein bisschen. Hä, wird es jetzt hier Open World, wa? Ha? Jetzt haben wir natürlich Möglichkeiten hier ohne Ende. Wir haben da die Tür und wir können auch da runter gehen. Aber ich schätze mal schlicht und ergreifend, dass diese verschlossen ist. Die ist nicht verschlossen. Geht aber direkt wieder zu. Wir gehen jetzt trotzdem mal rein. Da ist auf jeden Fall mal ein manueller Fliegen. Ein manueller Speicherpunkt, den nutzen wir jetzt, bevor wir nachher wieder sterben und wieder sonst wo starten müssen. I need to tell someone. Get all of this out. Get this down somewhere. My father does not know that I'm making this recording. But I need to confide in. Well, in you, Mother. He has been pushing me. Pushing me more and more in my lessons to sing as you once did. But there is something else. There's a mania to his actions of late. He seems consumed with his latest scheme to revive the hotel. But it is more than that too. Both he and Abraham have been so agitated of late, and they argue more than before. I overheard them in heated discourse over a guest who had disappeared, I assume without paying. My father was furious that there was nothing that could be salvaged from it. And Mother, you have never heard such language. I know our finances are dwindling and his heart is set on restoring the glory days of Scare Hotel, but he sets so much on my shoulders. I'm not sure if I can do it, Mother. I'm not sure if I can be you. Okay, ja, also aus den vergangenen Minuten bzw. Stunden des Spiels wissen wir ja schon, dass die Mutter eine begnadete Sängerin war und auch die Maid of Scare, also sprich auch in diesem, ich nenne es jetzt mal Verein oder dieser Gruppierung da, dieser religiösen Gruppierung auch, so wie ich das verstanden habe, zumindest mal eine recht hohe Persönlichkeit gewesen ist, und der Vater, der die Mutter schon sehr, sehr unter Druck setzte, glaube ich, damals, zwecks ihres Gesangs, tut Gleiches oder tat Gleiches dann mit der Tochter, weil sie wohl auch so eine, ja, wahrscheinlich ihrer Mutter recht ähnlich war und auch eine entsprechende Stimme hatte. Und so sollte sie denn die nächste Maid of Scare werden. Was sie aber vielleicht gar nicht so wirklich wollte, ne? Der Papa hat sich aber überlegt, die machen wir einfach dazu, ob die will oder nicht, ne? So scheint es mir zumindest. So, also, jetzt wären wir dann endlich mal tatsächlich an einer Stelle im Spiel, wo ich von Fortschritt sprechen möchte. Ja, also, das heißt, hier sind wir jetzt schon mal durch. Da war jetzt der Speicherpunkt drin, das finde ich klasse, Speicherpunkte... finde ich klasse. Da ginge es runter. Das heißt, das war der Weg zurück hier vorne. Ich prüfe es aber nochmal nach. Ja, ja, von da bin ich gekommen. Sehr gut. Die Optik kommt mir ein kleines bisschen klarer vor, muss ich sagen. Also muss ich an der Stelle mal erwähnen. Alles klar, jetzt wissen wir also, dass da Kollegen sind. Also, Optik nach wie vor, beziehungsweise Optik jetzt momentan, habe ich das Gefühl, ein bisschen glatter als sonst.
Aber ich benutze hin und wieder auch ganz gern das, dieses hier, weil es halt einfach viel bequemer ist, ne? Ich finde, das kann man auch sagen, ne? Es ist deutlich bequemer, wenn man vorhat, so 2-3 Stunden zu... Warum zur verfickten Hölle habe ich hier jetzt was kaputt getreten? Das wollte ich nicht. Also. Streaming-Qualität wieder gut. Ich habe da unten irgendwas zertrampelt oder es ist was runtergefallen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall war da. Auf jeden Fall hat da was geklirrt. Jetzt momentan würde es mir nicht mal so viel ausmachen zu sterben, weil ich habe ja eben erst gespeichert. Jetzt muss ich nur kurz abchecken, was der hier für eine Route läuft. Der läuft nur bis hierher, das ist soweit in Ordnung. Aber da war noch ein zweiter mit einem schwarzen Anzug, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich höre jetzt aktuell nur meine Schritte. Da ist irgendein Dampf. Ja, ja. So, der dreht sich gleich wieder um. Jawohl. Und dann können wir dem vielleicht ganz, ganz langsam folgen. In sicherem Abstand. Na? Was haben wir denn hier? Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Also, ich vermute mal, dass dieser lila Rauch, Qualm, was auch immer. Uns gegebenenfalls zum Husten bringen wird. Wo ist er denn jetzt hin? Diese Person. Kein Plan, wo ich lang muss eigentlich, ne? Vielleicht hier. Auf jeden Fall höre ich mal. Ach, guck mal. Du kommst jetzt nicht hier rein, oder? Nee, gut, das ist nett von dir. Meine Fresse. Okay. Sie sind? Okay. Okay, da ist er. Da ist wieder jemand. Der geht aber da lang. Ah, das ist der, den ich oben gesehen habe. Was ja bedeuten würde, ich könnte jetzt hier hoch. Ich renne aber trotzdem nicht, weil da könnt mich ja hören. Die bewegen sich ja Gott sei Dank relativ ruhig und gelassen. Sind alle gechillt, ne? Haben alle ihre Existenz gechillt und so. Deswegen machen die ja gar keinen Terz. Da vorne ist wieder einer. Das wird mir langsam ein bisschen... Der andere kommt jetzt wieder da hoch. Die Frage ist, wie weit läuft der? Ich muss jetzt, glaube ich, einfach mal irgendwas probieren hier.
Ich hoffe mal, dass der nicht bis hierhin läuft einfach. Also es ist ja so schon gut gemacht, das Spiel, da kann man ja eigentlich nichts sagen. Es passiert nicht großartig viel, ne? Man hat, also das Hauptding am Spiel ist eigentlich Schleichen und nicht gesehen, beziehungsweise nicht gehört werden. Soundkulisse passt soweit. Also das ist ja vom Konzept her, sage ich mal, schon nicht ganz schlecht. Ich bin mir eben nur nicht ganz sicher, wie viele jetzt hier gerade unterwegs sind. Wenn das jetzt der gleiche ist, schon wieder so eine Bimmelei. Und die Bimmelei kommt näher. Okay, das hat hervorragend funktioniert. Ist das offen? Kommst du hier mit... Oh. Der kommt hier nicht rein, oder? Boah, jetzt habe ich aber Gänsehaut. Hat funktioniert. Das Telefon juckt ihn nicht, wa? Ist ja klar. Wo ist denn das Telefon? Hier. Erzähl mal. Elizabeth, bist du da? Bist du noch da? Okay. Thomas, yes, I'm fine. But I feared the worst had happened. You were gone so long. I dreaded that you'd been taken too. Okay, sie haben einen Mann gefoltert, Elizabeth. Ein unmenschliches Ritual. Mir läuft ständig ein Hund über den Weg. Ich mache aber das obere zuerst. Have mercy. What are they trying to do? That poor, wretched soul. You must be on your guard, Thomas. You can't let them catch you. Ja, ich weiß. Dann muss ich nämlich zum letzten Speicherpunkt. Der kann weit weg sein, wenn es blöd läuft. Mir läuft ständig ein Hund über den Weg. Ja, das stimmt. Kann ich bestätigen. That must be Calliope. My late mother's dog. Calliope. I'd so hoped she was safe. I had good reason to suspect that my uncle had disposed of her. It is so good to hear your voice again. Danke, danke. Und jetzt? Reden wir weiter? Just to hear your voice again. The silence was unbearable. Okay, man kann also doch immer wieder mal drauf drücken und dann kriegt man was zu hören. Jetzt ist Feierabend. Jetzt ist tatsächlich Feierabend.